Ja, herzlich willkommen zu Ubi Tested. Mit über 16 Millionen verkauften Fahrzeugen seit Erscheinen der Baureihe Ford Focus 1998 zählt der Ford Focus zu den bedeutendsten Vertretern im Golfsegment und zu einem der erfolgreichsten Fahrzeuge weltweit. Nun haben die Kölner die vierte Produktversion herausgebracht und was die gut oder schlecht macht, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Ja, bereits an der Front ist unser neuer Ford Focus der vierten Generation sofort zu erkennen. Wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen, großen Scheinwerfer hier, der deutlich breiter ist im Gegensatz zum Vorgänger, der eher so ein bisschen diesen spitzen, zugekniffenen Augenblick hatte. Und wir haben hier einen typischen, schönen, großen Kühlergrill in Chromoptik, der zur Titanium-Ausstattung gehört. Die neue blaue Lackierung, Kronos Blau, glaube ich, heißt sie sogar, genau, ist hier wirklich sehr, sehr schön und elegant und passt auch gut zu der eher eleganten Titanium-Ausstattungsvariante. Natürlich gibt es jetzt weitere Ausstattungsmöglichkeiten, begonnen beim Trend, wie wir ihn kennen. Cool und Sound als nächstes, dann kommt unser Titanium auch schon hier. Darüber rangiert dann die ST-Line, deutlich sportlicher. Das Bild zeigen wir euch jetzt noch kurz, wie der ST ausschaut. Deutlich markanter. Und dann gibt es noch den Vignale, die luxuriöse Variante des Ford Focus der vierten Generation, der dann deutlich mehr Chrom hat und auch sofort auffällt mit einem ganz anderen Kühlergrill, ebenso wie die ST-Line mit einem wabenstrukturierten Kühlergrill. Ja, die Seitenlinie von unserem Ford Focus der vierten Generation ist auch sehr, sehr klar strukturiert. Wir haben einen sehr großen Vorbau, Vorderwagen mit kurzen Überhängen, besonders hinten sehr, sehr knackig. Und mir persönlich ähnelt der sehr, sehr stark dem BMW 1er in seiner Formensprache mit dem Dreiecksfenster hier hinten. Wir haben die Dachlinie, die hier schön sanft abfällt übrigens. 2 cm ist die Dachlinie. Partie komplett abgesenkt worden. Der Radstand wuchs um rund 5 cm und der Fünftürer ist ungefähr in der Länge, da nimmt sich nichts, ich glaube 2 cm gewachsen. Was man aber sagen muss, der neue Turnier, der etwas später auf den Markt kommt, der hat fast 11 cm in der Gesamtlänge gewonnen. Also da erwarten wir definitiv viel Kofferraumvolumen und hier würde ich persönlich sagen, mit die schönste Seitenlinie und Seitenpartie, die wir derzeit in der Kompaktklasse kriegen. Ja, die Heckpartie des neuen Ford Focus ist in meinen Augen vielleicht eher die unschönste Seite, von der man tatsächlich den neuen Focus betrachten kann. Besonders, wenn man ihn nicht gerade als ST-Variante nimmt, denn als ST-Variante haben wir deutlich mehr Sicken, Kanten und das schaut einfach noch ein bisschen knackiger aus und dann bekommt auch unser kleiner Dreizylinder sogar ein zweites Auspuffendrohr, was neu ist und deutlich dem praktischen Nutzwert des Ganzen
Rechnung trägt, ist natürlich die zweigeteilte Rückleuchte hier, die grundsätzlich in LED-Technik, Lichttechnik ausgeführt ist, was zwar einen optisch schönen Eindruck macht bei Dunkelheit, jetzt bei Tag, so mit diesem nach unten gezogenen, wirkt es so ein bisschen wie hängende Augenlider oder Mundwinkel, was mir jetzt nicht so schön gefällt. Und hier die Dachlinie ist aber schön abgeschlossen mit einem Spoiler, der so auch Serie ist, der wirklich tief über diese Heckscheibe hinausgeht. Der Stoßfänger natürlich hier oben in Wagenfarbe lackiert, auch die Ladekante in Wagenfarbe lackiert. Haben wir auch schon den ersten kleinen Kratzer hier in unserem Vorführwagen. Ganz neu aber bei Ford. Jetzt mittlerweile schreibt man tatsächlich den Modellnamen auch sehr mittig und präsent auf den Heckdeckel. In dem Fall haben wir hier das Focus sehr, sehr schön unter dem Ford-Logo untergebracht. Ein sehr, sehr cleanes Heck für meine Begriffe und insgesamt auch sehr stimmig, wenn auch etwas trübselig vom Blick. Ja, schauen wir hinter die Ladeluke vom Ford Focus Fünftürer. Wie wir sehen, 341 Liter bietet das Standard-Ladevolumen. 1354 Liter sind es, wenn wir die Rücksitze umlegen. Sie sind im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Wir haben hier noch eine Durchreiche für Skier. Nichtsdestotrotz bleibt es tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Kofferraum im Verhältnis zu den Konkurrenten. Wie wir sehen, Handgepäckskoffer. Und dann haben wir noch ungefähr ein DIN A5 Blatt Platz von der Länge her. Das Ausbauen vom, übrigens, genau, ganz wichtig für viele Familienväter und Mütter da draußen hier, haben wir Top-Teeter, da ist tatsächlich der Anker für die Kindersitzbefestigung bei Reboardern. Sehr gut zugänglich, also der Haken ist auf alle Fälle super zu finden. Und umlegen lässt sich das Ganze hier per Tastendruck. Und dann sehen wir auch gleich als nächstes, wir haben einen fast ebenen Ladeboden und da können wir dann durchaus das eine oder andere einladen. Ja, wir steigen ein in den Ford Focus. Dachlinie hinten ist natürlich etwas herabgesetzt worden. Der Türausschnitt ist aber groß genug. Ich komme hier auch mit meinen 1,78 locker hinein, sitze sehr aufrecht von der Lehne her. Hab genügend Kopffreiheit, eine Faust passt hier oben trotz Panoramaglas und abfallender Dachlinie locker nach oben hin. Eine Mittelarmlehne ist hier ebenfalls vorhanden, die das Ganze sehr bequem macht. Die Kopfstütze lässt sich in der Höhe maximal bis hierhin ausfahren und selbst dann Großgewachsene finden auch hier noch Platz. Wer größer ist als die Kopfstütze, wird definitiv auch vom Kopf keinen Platz mehr hinten haben. Platzmangel gibt es aber definitiv nicht im Bereich des Fußraumes, denn der Fußraum hier ist riesig. Also alle Achtung, wie Ford das hingebracht hat, denn selbst wenn der Sitz hier auf 1,78 von mir eingestellt ist, plus ein bisschen Platz für die Wampe, muss ich zugeben, habe ich hier immer noch mindestens ja, eine Faust plus noch eine Hand Platz zur Vorderlehne, die auch schön ausgeformt ist. Zwei Sitznetze sind hier sind auch drinnen und die Füße passen weit unter den Vordersitz. Da muss man auch sagen, Respekt. Isofix-Verankerungen sind auf der Formbank ebenfalls untergebracht. Diese sind mit Schächten ausgespart. Das heißt, also man kommt sehr leicht mit dem Kindersitz dann hier hinein. Und dank diesem großzügigen Fußraum bin ich mir auch sicher, dass wir sogar zwei Reboarder-Sitze an den Außenpositionen locker unterbringen können. Und das wäre für meine Begriffe sogar Klassenbestwert. Dann nehmen wir vorne im Focus einmal Platz. Ja, es sitzt sich bereits wirklich richtig, richtig toll hier vorne. Schnell und gut konturierte Sitze, die hier auch noch elektrisch verstellbar sind. Die machen einen sehr, sehr guten Eindruck, die Sitze. Auch der Verstellbereich ist weit genug, ebenfalls weit genug verstellbar. Ist das Lenkrad in Tiefe und Höhe. Also hier findet wirklich jeder schnell und gut seinen Sitzplatz. Auch die Kniefreiheit ist gut. Wir haben hier sogar ein gepolstertes Kniepolster hier in der zur Mittelkonsole. Also auch da wurde mitgedacht. Kopffreiheit trotz Panoramaschiebedach und etwas weitem hoch eingestellten Sitz von meiner Seite hier
mit 1,78 tatsächlich noch eine Handfläche Höhe Platz. Also auch da gibt es nichts zu meckern hier vorne. Ja, ich habe jetzt einfach mal mich hier gemütlich eingerichtet im neuen Ford Focus der vierten Generation. Was auffällt, ist, dass tatsächlich die Materialien deutlich wertiger geworden sind im Gegensatz zum Vorgänger. Wir haben stimmigere Materialien wie hier diese Kunststoffleiste, die aber sehr schön mit den sehr weich aufgeschäumten Materialien hier harmoniert. Insgesamt auch wirklich sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben hier den 8 Zoll großen Sync-Monitor, der sich über Touch auch wirklich sehr gut und leicht bedienen lässt, vor allem auch aus dem Sitzposition hier heraus. Ich muss mich nicht großartig hier umwühlen, sondern ich komme tatsächlich überall schnell hin, wo ich eigentlich hin will. Auch dieser Home-Bildschirm gefällt mir sehr, sehr gut, wie immer. Ansonsten haben wir hier die Bedienung links von dem Tempomaten, rechts die Bedienung für den Bordcomputer und für die Sprachsteuerung. Wir haben ein sehr schön aufgeräumtes Instrumentendisplay mit analogen Anzeigen und in der Mitte dem großen digitalen Display für Bordcomputer und Fahrinformationen. Neu auch, und der erste, würde ich sagen, hier in dieser Kompaktklasse ist der neue Ford Focus mit einem Head-Up-Display. Hier wirklich sehr hochauflösend, sehr schön, zwar in eine Plexiglasscheibe hinein projiziert und nicht direkt in die Windschutzscheibe, aber nichtsdestotrotz sehr gut ablesbar, in einer tollen Höhe untergebracht und vor allem wirklich hochauflösend. Ansonsten haben wir hier rund um den Schalthebel noch fahrrelevante Informationen, die Einstellung vom Head-Up-Display, den Parkassistenten, die Einparkhilfe können wir aktivieren oder deaktivieren. Wir haben den Fahr-Mode-Schalter. Wenn wir ein adaptives Fahrwerk haben, können wir da noch ein bisschen mehr einstellen. Die Traktionskontrolle können wir ausschalten oder aber Start-Stopp deaktivieren. Der Startknopf befindet sich hier, ist ein bisschen ungünstig zu sehen. Den hätte man vielleicht woanders unterbringen können, wäre noch eine Option. Wir haben hier eine Induktivladeschale untergebracht, wo wir unser Telefon kabellos laden können. Einen USB-Anschluss und einen 12-Volt-Stecker. Eine Mittelarmlehne, die sich verschieben lässt und auch öffnen lässt mit einem Ablagefach. Und sehr groß und tief vor allem. Wir haben hier noch Getränkehalter, die wir individuell einstellen können mit variablen Verstellmöglichkeiten. Also mir persönlich gefällt es hier drinnen sehr, sehr gut. Alles sehr aufgeräumt und ich fühle mich toll in das Fahrzeug integriert. Ja, wir sind unterwegs mit dem neuen Ford Focus in seiner vierten Produktgeneration. Ich persönlich fahre jetzt hier gerade den 1 Liter EcoBoost Motor mit 125 PS in der Titanium-Ausstattungsvariante. Und das ist genau die Kombination, die ich persönlich auch nehmen würde, wobei ich als Familienvater, wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich in erster Linie mal einen Kombi nehmen würde, der aber aktuell noch nicht verfügbar ist. Ob wir den noch fahren können, das müssen wir mal prüfen. Ich hoffe es. Dann gibt es da natürlich auch mehr Informationen zu dem Thema. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal hier um die fünftürige Variante. Und die hat auch einiges im Petto, was uns richtig Spaß macht und vor allem auch begeistert. So haben wir unter anderem erst einmal den neuen 1 Liter Dreizylinder EcoBoost hier unter der Motorhaube. Und neu deshalb, weil der Motor, wie gesagt, komplett neu ist. Das ist keine Überarbeitung zum Vorgänger oder genau das gleiche Triebwerk zum Vorgänger, auch wenn das die Fahrleistungen oder die Leistungsangaben zwar so hergeben, aber es gibt einen Hauptunterschied, der sofort erkennbar ist, wenn man sich mit den technischen Daten beschäftigt. Und zwar, der neue Dreizylinder EcoBoost hier hat eine Zylinderabschaltung. Ja, ihr hört richtig. Es sind nur drei Zylinder und es wird noch einer abgeschaltet, sodass der Wagen dann eigentlich als Zweizylinder läuft, wenn nicht die komplette Leistung gerade abgerufen wird. Und im Fahrbetrieb merkt man davon absolut nichts. Ich konnte mich drauf, habe mich konzentriert, ob ich irgendwas erkenne, aber nein, selbst wenn man tatsächlich im Teillastbereich einfach dahin gondelt und dann ihm Gas gibt, man spürt nicht, dass dieser Zylinder dazugeschaltet wird. Respekt Ford, dass ihr das so hinbekommen habt. Auch sonst macht der EcoBoost eine wirklich gute Figur, denn er dreht willig und kernig aus. Der Klang ist gut, ist akustisch perfekt gedämmt worden. Dreizylinder-Schnarren, Adapter gelegt. Wirklich nur noch, wenn man ganz, ganz spitze Ohren hat und wirklich extrem drauf hört,
Aber ansonsten ist es eher ein kerniger Klang geworden, der hier entstanden ist. Aber insgesamt ist die Geräuschakustik hier drinnen sehr, sehr gut. Also man hat es geschafft, auch ohne Akustikverglasung, das Fahrzeug hier wirklich gut zu dämmen. Auch die Windgeräusche bleiben im Hintergrund. Das Einzige, was man relativ laut hört, sind die Abrollgeräusche der Reifen. Des Weiteren sind Ford Focus Fahrer besonders begeistert stets von dem Fahrwerk des Kölner. Und genau hier haben sie auch nochmal richtig nachgelegt. Es gibt jetzt zwei verschiedene Achskonstruktionen an der Hinterachse. Und zwar eine Verbundlenkerachse für die schwächeren Triebwerke und eine Multilink-Achse. Im Fahrbetrieb merkt man auf alle Fälle, dass der Wagen deutlich agiler geworden ist. Also er geht nochmal gepflegter und besser ums Eck, liegt straffer auf der Fahrbahn, ohne wirkliche Seitenneigung durcheilt er diese Kurven jeglichen Radien perfekt. Und das Einzige, was man dann wirklich noch dazu sagen muss, was auffällig ist, ja, er hat tatsächlich ein wenig an diesem hervorragenden Komfort eingebüßt, den man dem Ford Focus bis dato immer zugeordnet hatte. Und da muss man aber sagen, wer auf den Komfort noch Wert legt, kann jetzt ein komplett adaptives System, Dämpfersystem ordern für rund 1.000 €. Ist natürlich eine Nummer, aber soll wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Natürlich hat Ford auch das Thema Sicherheit groß geschrieben im neuen Ford Focus. Und es gibt so viele Assistenzsysteme wie in keinem Ford-Modell bis dato. Von einem aktiven Spurhalteassistenten über den aktiven Tote-Winkel-Assistenten, Querverkehrswarnung, ein jetzt Head-Up-Display erstmals in dieser Kompaktklasse. Wir haben einen Abstandsregeltempomaten, der in Verbindung mit dem neuen 8-Gang-Automatikgetriebe, was erhältlich ist, sogar teilautonomes Fahren im Level-2-Bereich erlaubt und somit auch das schafft, was bis dato kein kompaktes Fahrzeug außer der Mercedes A-Klasse jetzt bislang bietet und kann. Zusätzlich gibt es den neuen Parkassistenten, der auch komplett autonom das Fahrzeug in die Parklücke dirigiert und wieder hinaus, ohne dass der Fahrer auch nur einen Gangwechsel oder Gas und Bremse unternehmen muss. Natürlich funktioniert dies nur mit der Automatik, ganz klar. Aber wer sich das einmal anschaut, was Ford hier geschafft hat in Sachen Assistenzsysteme, ja, Chapeau, da ist einiges passiert in der Kompaktklasse. Einiges passiert ist auch im Thema Vernetzung und Konnektivität. Apple CarPlay gehört natürlich zum guten Ton. Auch das Sync-3-System mit natürlicher Sprachsteuerung funktioniert sehr gut und erkennt Sprachbefehle zuverlässig. Was jetzt auch hinzugekommen ist, ist Ford Pass Connect. Das ist dann der Vernetzungsdienst von Ford. Hier bietet er die Möglichkeit, anhand einer App Zugriff auf das Fahrzeug zu gewähren und bestimmte Daten und Parameter auslesen zu können. Und natürlich gibt es einen WLAN-Hotspot dann hier an Bord, den man dann nutzen kann zum mobilen Surfen auf der Rückbank oder aber für Echtzeitnavigation im Sync 3. Ja, kommen wir zum Ende. Ich muss meinen Ford Focus 5-Türer hier jetzt wieder abgeben. Und ich bin wirklich sehr, sehr überrascht, wie gut sich der neue Ford Focus fährt. Er ist äußerst agil, wirklich ein richtig tolles, direktes Fahren. Der Dreizylinder EcoBoost mit Zylinderabschaltung arbeitet souverän und super weggekapselt. Und die Assistenzsysteme, die verbaut sind, hauen einen ebenfalls um, vor allem ist an der Zahl mit über 30 Assistenzsystemen, die das Fahrzeug bietet. Da ist jede Menge Technik dahinter und es ist tatsächlich der beste Ford Focus, den man in Köln je gebaut hat, beziehungsweise er kommt aus dem Werk Saarlouis im Saarland und alle Achtung, jeder, der den zusammenschraubt, ja, darf stolz sein und stolz ist natürlich auch der Preis, so wie er da steht, 30.610 €. Das ist eine Menge Holz, aber persönlich muss ich sagen, in der Klasse sind 30.000 € mittlerweile nicht mehr viel. Leider. Mir persönlich würde ja eher hier
der Kollege zu meiner Linken gefallen, und zwar der Ford Focus Turnier hier mit der ST-Line. Hier sehen wir sie nochmal, und zwar mit diesem deutlich dynamischeren Gesamtbild und dem schönen Wabenkühlergrill, den wir hier haben. Ja, was würdet ihr denn da draußen nehmen? Fünftürer oder Turnier? Fahrt ihr schon einen Ford Focus und seid zufrieden oder unzufrieden? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir den Daumen da. Über ein Abo freue ich mich natürlich ebenfalls. Und wenn wir uns möglichst schnellst wiedersehen sollen, dann bitte die Glocke noch aktivieren. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, natürlich den Daumen nach unten. Ich sage vielen Dank und tschüss, bis dann, euer Ubi.